So, liebe Gäste, liebe HBW-Fans, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des HBW Sportstudios. Zu Gast heute unser Spielmacher und Mittelmann Martin Strobel. Martin, die letzten Wochen waren hart, viele Spiele in kurzer Zeit, Spielplan nicht ganz so typisch für die Bundesliga, nicht gewohnt. 10 Tage, 5 Spiele, zuletzt jetzt 3 Spiele in 7 Tagen, einige Verletzungen. Jetzt froh, jetzt endlich mal eine kurze Pause zu haben, oder kurz, fast 4 Wochen jetzt. Ja, gut, wir haben jetzt ja noch ein Mittwochspokalspiel in Dormagen. Das zähle ich auch als normales Spiel dazu, weil es, denke ich, schon auch eine Aufgabe wird, die wir bewältigen müssen. Und da wir eh noch 1, 2 angeschlagene Spieler haben, wird es dann nochmal extrem. Und da danach, würde ich dann erstmal sagen, ist dann Zeit zum ein bisschen erholen. Aber die Zeit, die 3 Wochen, können wir dann auch gut wieder nutzen, um uns wieder auf ein Level zu kommen, auch mit den hoffentlich dann zurückkehrenden Spielern, dass wir da wieder voll und richtig gut angreifen können im November dann. Du selbst spielst momentan eine zentrale Figur im Angriffsspiel und auch im Abwehrspiel des HBW. Viele sagen, Martin spielt derzeit die beste Saison seit langem. Manche sagen überragend, manche sagen der beste Mittelmann in Deutschland momentan. Wie beurteilst du deine Situation momentan? Und wenn du es so vergleichen würdest mit letzter Saison, vielleicht ein paar Startschwierigkeiten, jetzt der Martin, der du sein möchtest? Ja, wie gesagt, über letztes Jahr braucht man, denke ich, nicht mehr so viel sagen. Im Moment fühle ich mich einfach sehr gut. Es macht Spaß zu spielen, so mit der Mannschaft auch. Macht es unglaublich Spaß. Wir haben eine sehr homogene Truppe zusammen und das spiegelt sich alles wieder auf dem Spielfeld. Und das hat uns, glaube ich, auch die ersten paar Spiele gut dastehen lassen. Ich versuche da meinen Teil dazu beizutragen und bin froh, dass es dann auch so funktioniert, und denke aber trotzdem, dass wir immer wieder noch ein bisschen Potenzial nach oben haben, vor allem was unser Gegenstoßspiel angeht. Wir haben solche flinken Spieler, das müssen wir, denke ich, stärker nutzen, und wie gesagt, darum können wir da nochmal eins draufpacken. Ein Grund, warum du dich wohlfühlst, warum du dich auf dem Spielfeld so entfalten kannst, sicherlich auch Grund die Nebenleute, die du dieses Jahr bei dir hast, die Gefahr ausstrahlen aus dem Rückraum. Siehst du es auch so? Also es ist halt allgemein muss man sagen, ein bisschen ein anderes Spielsystem, da wir ein bisschen anders spielen wie letztes Jahr vielleicht. Es hat schon zur Rückrunde ein bisschen angefangen. Es ist halt unterschiedlich, sage ich mal. Aber wir sind ein bisschen flexibler in unserer Angriffsstruktur und sind dafür, denke ich, natürlich auch durch ein paar Spieler, wie jetzt zum Beispiel Olivier, einfach explosiver, wo dann Räume für die Nebenleute natürlich nochmal mehr aufgehen oder Räume für die anderen mehr aufgehen, und deswegen ist es schon so, dass da ein bisschen mehr Power dahinter steckt. Dann haben wir einen neuen Bundestrainer. Sigurdsson aus Berlin hat den Posten übernommen. Du warst im DHB-Kader für dich erledigt oder sagst, naja, vielleicht komme ich wieder dahin? Ziel von dir oder DHB für dich weit weg? Sag mal, im Moment ist es schon relativ weit weg. Ich habe auch schon länger keine Einladung mehr erhalten. Das war im Januar, glaube ich, die letzte. Und belastet mich jetzt aber auch nicht so sehr, weil ich sehe, dass es ein Umbruch stattfindet, was ich dann auch okay finde. Und wenn sie es machen, dann müssen sie es auch richtig machen. Und da stehe ich dann auch dahinter und bin der Letzte, der dann schreit, aber hier. Sondern wenn sie ein Ziel verfolgen, dann müssen sie es richtig verfolgen, und ist dann auch okay so. Und für mich, wie gesagt, ich konzentriere mich dann voll auf den Verein, und da sehe ich im Moment die Hauptaufgabe, und die macht Spaß, und da haben wir auch viel zu tun noch. Es ist noch lange nicht so, dass wir hier zufrieden in dem roten Stuhl hier sitzen und uns ausruhen können, denn die Saison ist noch lang. Zufrieden bin ich und denke ich auch die Mannschaft erst, wenn es am Ende der Saison heißt, wir haben den sportlichen Klassenerhalt geschafft. Wollen wir ganz kurz natürlich auf den HBW in die letzten Spiele eingehen, Bilanz ziehen, jetzt kurz vor der Pause. 11 Spiele, 11 Punkte, 11 Minuspunkte. Zufrieden mit dem Erreichten? Denke, Kiel hatte keiner, den Sieg gegen Kiel und Hamburg hatte keiner auf der Rechnung. Dagegen vielleicht die Niederlage in Friesenheim schmerzt noch ein wenig. Aber wie zieht die Mannschaft, du vor allem, jetzt die Bilanz der ersten Monate? Natürlich denke ich jetzt mal erstmal positiv, wenn man das alles so sieht. Wir haben von den Spielen auch gut gespielt. Lassen wir mal das erste Spiel in Melsungen weg. Das war vielleicht ein wichtiges Spiel für uns im Nachhinein, weil da so eine abzukriegen,
einen dann doch nochmal wachrüttelt und uns auf ein anderes Level hochgehievt hat, um präsent zu sein, vor allem dann bei den Heimspielen, was dann gefolgt ist gegen Minden. Darum sehe ich das vielleicht, auch wenn es eine herbe Niederlage war, war doch ein gutes Zeichen zur richtigen Zeit. Die Punkte, die wir jetzt haben, die haben wir erstmal, das ist schon gut so. Trotzdem, klar, sehe ich auch, dass wir mit den Niederlage in Friesenheim zum Beispiel hätten wir schon nochmal so einen Schritt machen können. Das wäre schon was gewesen. Auch in Hannover, wo wir eine erste Halbzeit katastrophal gespielt haben, da müssen wir halt einfach an uns arbeiten, dass uns sowas nicht passiert. Weil dann kann man solche Spiele auch durchaus mal einen Punkt oder zwei holen. Und vor allem auswärts ist es dann extrem wichtig. Du hast es bereits angesprochen, die Niederlage in Hannover. Erste Halbzeit Rhein-Neckar-Löwen war auch ähnlich oder nicht ganz so gut, wie ihr es vorher vorgestellt habt. Was nimmt man denn noch positiv mit? Du hast es angesprochen, wir müssen daraus lernen. Was genau? Ja, man sieht halt eigentlich direkt im Anschluss, also das ist eigentlich das Gute daran, dass man dann immer gesehen hat in der zweiten Halbzeit, wir haben sofort kapiert, wie es gehen kann oder wie es funktionieren kann, was wir ändern müssen und haben dann beide Halbzeiten auch wieder positiv gestaltet. Und auch gegen solche Teams, ja, auch gegen die Rhein-Neckar-Löwen, das hat in Hannover funktioniert, das hat zu Hause dann wieder gegen die Rhein-Neckar-Löwen funktioniert, dass wir einfach dann schneller umschalten müssen und wussten, okay, das ist es, was uns gefehlt hat in der ersten Halbzeit. Und das haben wir dann geändert. Es muss jetzt halt in Fleisch und Blut übergehen, dass vielleicht so eine Phase nicht eine ganze Halbzeit durchgehen kann, sondern vielleicht schon nach 10 Minuten beendet ist oder nach 5 und ein Ruck dann durchgeht. Aber dennoch wollen wir die Ausgangssituation zu den Spielen nicht ganz außer Acht lassen. Hannover war eigentlich ein Krankentransport mehr oder weniger. Tubic, Wilke gar nicht dabei, Böhm nicht dabei, Polidor fällt noch nach wie vor aus. Die dabei waren viele angeschlagen, krank gewesen, nicht trainiert. Unser Trainer hat gesagt, vor dem Rhein-Neckar-Löwen-Spiel waren teilweise 6 oder 8 Spieler, davon 3 Kreisläufer im Training, also ein normales Training gar nicht zu denken. Von dem her umso höher einzustufen, wie die Mannschaft sich trotzdem aus diesem, ich sage jetzt mal, tief rausgezogen hat und die zweite Halbzeit jeweils so gestaltet hat. Auf jeden Fall, also das kann man schon so sehen. Ich sehe es auch im Spiel. Es ist die Mannschaften, gegen die wir jetzt verloren haben, ob es jetzt in Hannover war, zum Beispiel, das ist ein gutes Beispiel, haben eigentlich davon gelebt, dass wir schlechten Angriff gespielt haben die ersten paar Minuten. Ja, so ungeduldig waren. Es waren einfach nur Gegentore im Gegenstoß und es war jetzt nie irgendwo eine Phase im Spiel dabei, wo ich sage, okay, die haben uns so auseinandergespielt, dass wir sagen, wir hatten überhaupt keine Chance, in der Abwehr irgendwo einen Zugriff zu bekommen oder im Angriff haben sie so gut verteidigt, dass wir ewig lang keinen druckvollen Pass spielen konnten. Es war halt einfach so, dass wir zu früh aufs Tor geschmissen haben, die natürlich mit Martin Ziemer einen guten Torhüter hatten, aber wenn man es ihm leicht macht, auch die einfachen Bälle hält. Und das gibt dann auch einem wieder Mut zu sagen, zu wissen, okay, die leben eigentlich mehr von unseren Fehlern, als sie stark genug waren. Klar waren sie an dem Tag schon auf einem guten Niveau, besser als die Spiele wahrscheinlich davor, aber trotzdem auch mit der Mannschaft, mit der wir das Spiel bestritten haben, wenn die Spieler alle mal zurückkommen, habe ich schon die Hoffnung, dass wir da nochmal gestärkter in solche Spiele reingehen können. Spiel Rhein-Neckar-Löwen-Derby war erstmals von Sport 1 live übertragen. Volles Haus, lange Zeit kein Fernsehen, mal wieder so eine Werbung nach außen zu tragen aus der Halle hier in Balingen. Nun im Nachgang regen sich viele drüber auf, über die Aussagen der Kommentatoren. Balingen wäre eine Schlägertruppe nach wie vor, viele Fouls absichtlich hart oder überhart Zuschauer beeinflussen, die Schiedsrichter und so weiter. Nimmt man das als Spieler wahr, solche Kommentatoren oder Kommentare in den internationalen Medien oder Medien überhaupt? Oder denkt man sich, na gut, ich meine, im Handball geht es nicht zimperlich zu. Und wenn man nüchtern betrachtet, sicherlich auf beiden Seiten gleich ein Heimspiel, ist emotional, Zuschauer sind da, deshalb ist es ein Heimspiel. Aber jetzt nach so einer Live-Übertragung jetzt so negativ wieder zu berichten, hilft dem HBW ja nicht unbedingt weiter. Wie siehst du es als Spieler? Erstmal ist halt dann schade in dem Sinne, weil halt viele dann immer glauben, okay, jetzt haben sie Kiel zu Hause geschlagen, Hamburg zu Hause geschlagen, vielleicht kommt er jetzt heute wieder einen großen Coup und sie landen gegen Rhein-Neckar-Löwen auch wieder einen Sieg. Das könnten wir dann mal live berichten. Sobald dann halt irgendwas nicht gut funktioniert, wird es halt natürlich, ist es dann eben vielleicht nicht so überragend, wie es normalerweise ist. Man nimmt es als Spieler eigentlich gar nicht so wahr oder man hat sich in der Vergangenheit schon so abgestellt, mit der Presse so umzugehen, dass es für einen an einen vorbeiläuft. Das ist ein Teil des Sports, das gehört dazu.
Da ist auch die Freiheit von den Journalisten einfach da und dann ist es eben so, da kann man wenig mit beeinflussen und auch wenn die Kommentatoren das haben, dann kann man das halt auch nicht beeinflussen, das muss man halt akzeptieren. Man darf sich, so schwer es dann auch manchmal ist, vielleicht nicht drüber aufregen, weil das nächste Spiel folgt in ein paar Tagen. Jetzt in dem Fall haben wir vielleicht ein bisschen mit länger Zeit, aber muss man das halt so schnell wie möglich abhaken und deshalb, ja, ob das jetzt, ich denke, mit den Schiedsrichtern Beeinflussung von den Zuschauern, ist es in jeder Halle genau das Gleiche. Ich denke jetzt mal nur, wenn man in Flensburg spielt und die Stehtribüne hinter dem einen Tor ist mit einer Schiedsrichterentscheidung nicht zufrieden, dann ist es in Flensburg ähnlich laut wie bei uns und da hat jede Mannschaft zu Hause. Ich denke, es ist falsch, hier die Zuschauer zu kritisieren. Ich meine, davon leben die Heimspiele, das Emotionen, da ist die Stimmung zu Hause. Also ich denke, das ist ein bisschen überzogen. Deine symptomatische Szene, wo in dieser zweiten Halbzeit gegen die Rhein-Neckar war, dein Foul oder Stürmerfoul, das abgepfiffen wurde. Hier gab es dann diese lange Unterbrechung, Trainer 2 Minuten und so weiter. Wie beurteilst du es als Spieler nachträglich? Du hast sicherlich die Analyse schon gesehen. Ich habe es kurz gesehen, in unseren Highlights zusammengefasst. Ich wollte mich eigentlich nur auf die kurze Szene beschränken. Darum nochmal danke an den Initiator, der das Ganze zusammengeschnitten hat. Das ganze Spiel gucke ich mir ab und zu mal nochmal an. Aber wenn es Besonderheiten gibt, dann ja. Sonst macht das der Trainer, schneidet das für uns zusammen. Die Szene, ja, ich sag mal so, normal ist es so, dass der Abwehrspieler stehen sollte, wenn der Angreifer auf ihn drauf rennt. In dem Fall bin ich im Sprung oder in der Luft mit keiner Bewegung, nicht klare Bewegung Richtung Tor. Hab den Ball vielleicht nicht mal eine Sekunde in der Hand. Es ist schwer zu sehen. Klar, das ist immer diese Gefahr. Das kommt ja in Spielen öfters vor, dass ein Gegenspieler vor dich hinsteht, wenn du auf einen Pass noch wartest oder dass dein Stürmer vorher gepfiffen wird. Das war, denke ich, so eine ähnliche Situation. Allerdings denke ich schon, dass er mehr der Gegenspieler in der Bewegung war, als gestanden ist und die Auslegung war dann halt so, ja. Gut, war eine Szene von vielen im Spiel abgehakt. Wir haben das Spiel verloren. Rhein-Neckar Löwen sicherlich zu Recht Tabellenführer. Gibt es nichts dran zu rütteln. Wollen wir ganz kurz in die Zukunft schauen? Jetzt Pokal hast du angesprochen. Ein paar Tage oder 3 Wochen Pause dann. Wir hoffen, dass einige Spieler zurückkommen, die verletzt oder angeschlagen waren. Dann kommen 4 Spiele, die von sicherlich entscheidender Natur sein werden für die weitere Zukunft. 2 auswärts ins Bergische Land. Ihr bezieht ein kleines Trainingslager. BHC, dann geht es nach Gummersbach. Dann kommt Wetzlar und dann Lemgo. 4 Spiele gegen 4 Mannschaften, die eigentlich unsere Kragenweite haben, von der Tabellensituation her nicht schlagbar sind, aber zumindest Möglichkeiten, weitere Punkte zu sammeln. Denkt man schon dran an die Spieler, da sagst du, naja, jetzt lassen wir es erstmal kommen, hoffen, dass wir uns so regenerieren, oder gibt es schon Vorgaben und Ziele der eigenen Mannschaft aus diesen 4 Spielen? Nee, also es gab bis jetzt auch keine Vorgaben und Ziele aus den letzten Spielen. So werden wir das auch weiter handhaben, denke ich. Und wir wollen in jedem Spiel die maximale Anzahl an Punkten rausziehen und nach dem Spiel guckt man dann, wie viel wir geschafft haben. Und so war die Devise bis jetzt und die wird das ganze Saison so durchgezogen, weil am Schluss wird dann abgerechnet und wir versuchen halt jedes Spiel zu nutzen und Punkte zu sammeln. Und je früher mehr Punkte sammeln, desto besser und darum wollen wir in jedem Spiel nutzen. Und da geht es auch mehr von Spiel zu Spiel und nicht blöckeweise zu schauen, okay, jetzt haben wir da 4 Spiele, wo könnte man rechnen, wie viel. Das mit der Rechenreihe, das hat letztes Jahr schon nicht funktioniert und von dem her, oder funktioniert meistens eh nie. Und deswegen muss man das wirklich so von Spiel zu Spiel sehen. Und das sind 4 Spiele, die es in sich haben, denke ich, auch in so einer Zeit. Trotzdem denke ich, wenn wir eine volle Kapelle haben und auf unsere Stärken uns vertrauen und uns nicht so sehr mit allem anderen drumherum beschäftigen, dann ist in jedem Spiel was drin. Sowieso zu Hause. Wollen wir kurz auf die Heimsituation ansprechen oder zu sprechen kommen. Wir haben, glaube ich, in der Historie des HBW selten so eine Saison erlebt, wo die Halle so oft ausverkauft war, bereits jetzt im Anfangsstadium der Saison. Die Stimmung in der Halle ist wieder richtig, unser Trainer hat gesagt, killermäßig, es ist sagenhaft. Woran liegt's? Was meinst du? Weil wir so gut gestartet sind, weil viele sagen, naja, nach dem ganzen Hickhack auf Abstieg wollen wir jetzt erst recht zusammensteigen, sehr schwere Saison, oder ist ein Mix daraus? Ein Mix daraus, denke ich schon, aber Hauptgrund ist, denke ich schon, so, dass es ist, dass wir uns ja, geschworen haben, dass wir zu Hause wieder eine Festung, dass es wieder,
Es muss unangenehm sein, hier nach Balingen zu kommen. Letztes Jahr war es oftmals so, wir hatten auch viele Spiele knapp verloren, muss man auch dazu sagen. Hätten wir da ein, zwei mehr gewonnen, unentschieden und so weiter und so fort, sei alles dahingestellt. Wir müssen einfach wieder zu Hause mehr Punkte einfahren und es muss für den Gegner ein schlechtes Gefühl sein, schon hierher zu fahren. Und die Gier, hier zu Hause eine Festung zu errichten und was abzubrennen, das muss einfach wieder Bestandteil sein dieser Mannschaft. Und das haben wir, denke ich, bis jetzt extrem, also gut umgesetzt. Und die Fans danken uns auch mit einer Suppenhalle, mit einer super Selbst in tollen, Situationen, wo ihr zurückliegt, jetzt ja, wo mit gegen einer Rhein super Neckar. tollen Stimmung. Das ist Wahnsinn. Also das hatte auch in den Jahren, wo ich hier davor gespielt habe, selten so teilweise erlebt und das macht schon richtig Spaß und das macht dann halt auch nochmal den Unterschied aus, dieses Spaß, dass hier dieses Gefühl wieder entsteht, wir können was zusammen, Mannschaft, Zuschauer, alle drumherum was reißen und dann auch mal vielleicht, so wie jetzt die letzten, das Spiel gegen Hamburg oder gegen Kiel mal was Großes schlagen und das war auch so ein bisschen die Zielsetzung nach diesem ganzen Hin und Her im Sommer, dass wir auf jeden Fall zu Hause stärker sein müssen und da müssen wir einfach weiter dran arbeiten, ne? Zuletzt warst du im öffentlichen rechtlichen Fernsehen zu sehen, SWR, zusammen mit deinem Bruder. Es hat, glaube ich, 8 Jahre gedauert, dass der HBW mal wieder mit einem Live-Beitrag im Sport im Dritten vertreten wurde. Wie war die Erfahrung? Fandst du es gut, dass man wieder auf den HBW auch über die Grenzen hinaus aufmerksam wird? In Stuttgart dagegen gibt es ja doch ein paar andere Handballvereine auch noch, den HBW wieder wahrnimmt? Natürlich, das ist für den Verein sehr wichtig und auch gut, wenn dann mal solche Aktionen oder solche Termine sind, einfach nach außen transportiert werden, dass hier auch was aufgebaut oder erfolgreich laufen kann im Moment. Und es ist klar, dass die drei Baden-Württemberg oder vier baden-württembergische Mannschaften in der Liga vertreten sind und davon läuft es jetzt am Anfang für Göppingen gut, für Rhein-Neckar-Löwen auch sehr gut. Bei uns lief es jetzt auch ganz gut. Das lässt sich natürlich auch für einen Sender einfach viel besser verkaufen. Das muss man im Nachhinein natürlich auch verstehen. Natürlich wünscht man sich immer ein bisschen mehr Berichterstattung allgemein über unsere Sportart. Allerdings wissen wir auch, wie sehr der Fußball halt einfach überwiegt oder dominiert. Genau. Und trotzdem ist es dann schön, wenn man doch mal so eine Einladung bekommt. Wir haben uns dann auch bedankt dafür, dass wir da sein durften und dass es dann auch so aufgenommen wird und auch gut anscheinend ankam, auch im Umfeld von allen Fans und so weiter, dass es ja, gepasst hat. Zum Schluss noch, du hast dich in den letzten Spielen ein bisschen gequält, hier und da angeschlagen, Verletzung Schlimmeres oder nur leichte Blessuren? Nö, eigentlich leicht nur das Übliche, was man normal mit sich rumschleppt, aber es ist alles in Ordnung. Es ist aus dem Spiel, nach dem Foul ist nicht so, dass es sich was Stärkeres herauskristallisiert hat. Der Aufprall hat schon weh, so kann man schon sagen, aber Gott sei Dank nicht keine Nachwehen daraus entstanden. Du hast dich früh entschieden, damals oder vor ein paar Monaten von Lemgo zurück nach Balingen zu kommen. Die Entscheidung, wenn ich dich so sehe, wieder der Martin zu sein, den wir uns alle gewünscht haben, den du dir sicher auch so wünschst, wie du sein kannst. Der Deckel obendrauf kommt jetzt noch. Die Vaterfreuden in dir reifen. Nachwuchs steht im Hause Strobel an. Dein Bruder hat es vorgemacht. Du ziehst jetzt nach. Freust dich schon? Ja, natürlich freut man sich da. Es ist eine spannende Zeit und wir freuen uns sehr darauf. Und es wird jeden Tag intensiver oder es geht jeden Tag vielleicht da ein Schrittchen voran. Und dann freuen wir uns auf nächstes Jahr und dann haben wir eine kleine Familie zusammen und das wird schön. Wir freuen uns auf jeden Fall, dass Martin zurück ist, dass Martin in seiner Form wieder ist, wie wir ihn brauchen, wo er sich wohlfühlt. Wünschen ihm alles Gute. Gute Erholung die nächsten Wochen, noch ein erfolgreiches Pokalspiel. Danke. Und dann nach den 4 Wochen gehen wir wieder zusammen Vollgas in der Hölle Süd hier in Balingen. Dankeschön.